Ich bin's, Barati. Ich möchte heute ein Video machen über die Shruti-Box, die ich in meinem Online-Shop habe. Das ist der Shop www.spiritbalanceshop.com. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht eine MP3 aufnehmen kann von dem Klang der Shruti-Box. Und da habe ich gedacht, vielleicht könnte ich doch einfach ein kleines Video aufnehmen, dass man es auch sehen kann. Also, das ist die Shruti-Box. Es gibt viele verschiedene Arten von Shruti-Boxen. Das ist jetzt die Art, die ich in meinem Online-Shop habe. Sehr schönes Holz, sehr schön verarbeitet. Und Shruti bedeutet eigentlich Klang und bedeutet auch Hören. Es kommt aus dem Sanskrit. Und die Shruti-Box ist ein Instrument, was man nur mit einem einzigen Ton spielt. Also man ändert die Tonfolge nicht. Es hört sich so an jetzt zum Beispiel, man kann das aber auch verschieden einstellen. Und die Shruti-Box ist fantastisch zum Oberton singen oder auch für Mantren. Dafür habe ich sie genutzt, weil ich war jetzt sehr, sehr lange in Indien, bin auch immer wieder dort. Und es ist ein wunderschöner Ton zum Mantren singen. Hier findet ihr übrigens dann Einstellungen, die man ein bisschen verdrehen kann, wo man den Ton auch ein bisschen leiser und stärker machen kann und auch so ein bisschen ja, die Frequenzen verändern kann. Also ich kann es mal zeigen. Und diese Shruti-Box ist ganz besonders geeignet auch für Kirtans, also für Mantren, die man immer wiederholt und ganz, ganz lange singt. Und also ich liebe die Shruti-Box sehr. Es bringt einfach eine sehr, sehr schöne Stimmung. Man kann damit wirklich ganz toll auch Einführungsmantren singen auf Seminaren oder wenn man einfach Bhajan-Abende macht, wo man Mantren singt. Und wie gesagt, viele nutzen es auch zum Oberton singen. Und ja, ich zeige sie noch einmal. Also sie ist natürlich handgefertigt. Übrigens war das gar nicht so einfach, die zu erhalten. Ich war ein bisschen erschrocken, weil in Indien ist es so, dass jedes Geschäft, wo ich die einkaufen wollte, für den Online-Shop mir gesagt hat, wieso Hersteller von Shruti-Box, wir haben nur noch elektronische. Also es gibt überall elektronische Shruti-Boxen zu kaufen, aber kaum noch handgefertigt. Das ist gar nicht so einfach. Hier zeige ich einmal, wenn man das auf der einen Seite bewegt, wird sozusagen das hier aufgeblasen und bleibt dann auch hier. Und der Ton, den macht man nur mit einer Hand und man muss die Hand auch gar nicht so stark bewegen. Also man kann wirklich auch sehr lange damit spielen. Und ja, es bringt Spaß, ist ein schöner Ton. Und ich finde auch, dass er einen sehr meditativen, ruhigen Klang hat. Obertonsinger wissen das ja auch, oder Obertonmusiker, was Oberton macht. Bin da drin nun nicht so der Experte, aber es ist was in diesen Tönen, was, ja, was einfach auf eine ganz gewisse Art und Weise arbeitet. Und in Indien ist ja die Musik auch ein bisschen anders natürlich wie bei uns im Westen. Und es gibt eine Lehre von den Ragas und es gibt eine Lehre von der Musik, die sogar in den Veden beschrieben ist. Und dieses Instrument hat sicher auf sehr, sehr vielen Ebenen sehr viel Wirkung. Ich habe immer das Gefühl, wenn eine Shruti-Box dabei ist oder auch ein großes Harmonium für Mantren, ist immer noch mal eine ganz andere Energie dabei. Ja. Also ich hoffe, das hat euch gefallen. Das ist unsere Shruti-Box. Alles Liebe. Tschüss.